Auch am Tag nach dem Absturz verfolgt das Fernsehen die Bergungsarbeiten im 8 Meter tiefen Krater bei Dürrenèche. Spezialisten des Wissair finden das automatische Registriergerät der Caravelle, die Blackbox, von der sie sich Aufschluss über den Unfallhergang erhoffen. Das Flugzeug hat sich tief in die Erde gebohrt. Es ist unmöglich, alle für die Rekonstruktion wichtigen Einzelteile zu finden. Vieles sollte die Erde erst im Laufe der Zeit freigeben. Mehr als die Hälfte der Todesopfer stammt aus ein und demselben Dorf. In der Caravelle sind aus dem Dörfli Humliken bei Andelfingen 44 Leute gesessen. Bauernmannen, Bauernfrauen. Es war der Ausflug von der landwirtschaftlichen Genossenschaft von dem Dörfli. Humliken hat 210 Einwohner. 44 sind heute tot. Sind gestorben. Vielleicht an einem von ihren grössten Freudentagen. Sie wollten auf Genf an eine Ausstellung. Sie wollten in ihrem harten und schweren Bauernleben einen schönen Tag erleben. Es war der letzte Tag. Es fliegen über das Dorf in dauernd Flugzeug nach London, nach Frankfurt, nach München. Vielleicht hat sie das angesteckt, auch einmal die Welt von oben zu sehen. Sie haben sie gesehen, 30 Kilometer lang. Und dann ist das Unfassbare passiert. Ich kann kein grosses Wort verlieren. Es ergreift einem einfach ein Dorf, wo jeder fünfte Mensch heute Morgen gestorben ist, wie vom Blitz getroffen. Groß ist auch die öffentliche Anteilnahme an der Beerdigung der 44 Opfer aus Humlikon. Tausende erweisen ihnen die letzte Ehre. Im Trauerzug durch den Bezirkshauptort Andelfingen marschieren auch Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen und die Zürcher Regierung mit. Ebenso viele Swissair-Angehörige. Humlikon steht jetzt ohne Gemeinderat und ohne Schulpflege da. Die Feuerwehr ist führungslos. Die Überlebenden müssen das ganze Dorf neu organisieren. Ernte mithelfen. Viele Waisenkinder haben bereits die Aufgaben ihrer ums Leben gekommenen Eltern übernommen.